Das Wort Kompott stammt aus dem Französischen und bedeutet Süßspeise, meist aus gekochtem Obst. Im Sächsischen steht Kompott für jede Art von Nachtisch, ob sauer oder bitter oder sogar tödlich. Er wusste doch, dass ich allergisch bin! Das sogenannte Mott-Kompott wird frisch und frei im Lamüque serviert, inszeniert von den Regisseuren Friederike Bär und Andreas Richter. Die beiden spielen bereits seit Jahren zusammen Impro-Theater. Da kann man auch Krimi. Es geht um die Eheleute Mück und die haben sich jetzt nach einer kleinen Krise wieder zusammengefunden und haben auch ihr Lokal, ein Szenelokal, Lamüque, wieder eröffnet. Ja, und was daraus dann wird, ob die sich wieder zusammengefunden haben, wirklich, davon handelt es sozusagen. Die gefürchtete Restaurantkritikerin Bianca Weich-Wanitzki taucht plötzlich zur Wiedereröffnung des Restaurants auf und sorgt damit für Stimmung. Dann können Sie den Laden ja morgen gleich wieder dicht machen. Oberkommissar Henry Hinrichsen vom Polizeirevier Leipzig-Mitte ahnt nichts Gutes und hat natürlich recht. Das Publikum bekommt Mord und Totschlag live und das alles zwischen 5 Gängen. Der Traum war eigentlich immer, dieses Haus mit vielen Veranstaltungen zu füllen und waren auf der Suche nach Veranstaltungen und so eine Kriminalkomödie zu spielen, so ein Krimi in 5 Gängen. Das war immer so ein Traum. Also anfänglich war es so, wir haben uns mit unserer Impro-Gruppe zusammengesetzt und dann haben wir das natürlich das Ganze hier aufs Mückenschlösschen dann geschrieben. Also dass immer das Mückenschlösschen immer irgendwie eingearbeitet wird. Andreas Richter spielt zum einen den Oberkommissarin Hinrichsen, brilliert aber vor allem in seiner Rolle als Jacques Braque. Eine Art Knigge für Liebespaare, der das Publikum auf charmante Art und Weise ins Stück einbezieht und die Stimmung ordentlich anheizt. Jacques Braque ist Benimmpapst ist der Jacques Braque und er lockert, er lässt die Damen und Herren ein wenig zueinander in Kontakt treten. Man lacht viel, es ist eine gute Unterhaltung, ohne platt zu sein und das Essen ist natürlich auch toll. Während der kulinarischen Schauspielzwangspausen halten sich die Darsteller natürlich warm und amüsieren sich auch abseits der Bühne prächtig. Und wer wissen möchte, wie das Stück ausgeht und wer tatsächlich der Mörder ist, der schaut einfach bei passender Gelegenheit im Lamüque vorbei.